Jo, was geht ab YouTube? Wir sind heute in Krefeld bei meinem Coach zu Gast, beim Lukas. Erstmal danke, dass du hier sein könnt. Und ja. Wir machen heute bei mir einen kleinen Formcheck. Den habt ihr auch auf YouTube seit, ich glaube, seit den Wettkämpfen nicht mehr gesehen. Dementsprechend, ich bin jetzt seit einem Jahr in der Offseason. Wettkampfgewicht waren so 67 Kilo auf 1,62. Ich habe jetzt so 79 Kilo glatt die letzten Tage gehabt. Limits sind 73, ich brauche noch ein bisschen Fleisch. Und wir gucken uns jetzt mal den Zwischenstand an. Genau. Bin mal gespannt, was du zu sagen hast. Du hast mich auch seit langem nicht mehr live gesehen, seit drei Monaten oder so. Ja, stimmt. Genau. Dann, wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Seit Januar. Seit Januar, ja, Mann. Genau. Ich bin auch sehr zufrieden mit ihm. Also, wenn ihr einen guten Coach sucht, abgesehen von mir und Yassi natürlich, kann ich euch den Lukas sehr ans Herz legen. Ich fühle mich sehr gut betreut. Und genau, gucken wir uns mal meine Physik an. Gerne, Bro, let's go. Also, ich habe jetzt die Cappy vom Lukas angezogen, weil da das Mikrofon hält. Und du sagst die Posen an. Okay. Line up. Vierteldrehung. Ja, Vierteldrehung. Vierteldrehung. Ja, okay, Vierteldrehung, Line up Front. Und Doppelbizeps. Stark. Blood spread. Ist keine Classic-Pose? Ist egal. Wir machen alle. Du bist der Posing-Gott. Ich werde auch safe bei der nächsten Saison im Bodybuilding starten. Deshalb machst du alle. Okay, Side-Chest. Okay, Back-Double-Bicep. Ja, Blood-Spread. Side-Try. Ja gut, da kommt die Seite schon auch noch gut durch. Streifen der Schulter, Bauch, Beine. Und the most muscular, let's go. Ja, strong. Gut. Ja, gefällt mir sehr gut, Bro. Also, ah ja, Entschuldigung, die Favorite Classic Pose. Machst du auch dann die, ne? Immer unterschiedlich. Okay, ja, gut. Ich mag, also in Form mag ich auch die hier ziemlich gerne. Ja, ja, cool. Aber das kommt aktuell nicht gut. Mhm. Ja, Bruder, unnormal. Also auf den Bildern habe ich schon immer gedacht, okay, es geht voran, Gewicht steigt gerade. Die Front-Legs, die laufen ja gar nicht zu. Also kommt richtig was durch. Wir haben die Streifen noch drin, wir haben die Abs, die wir noch sehen. Zeit, ja, na klar, hier, so ein bisschen dicker Haut. Und so. Arsch, hier sind natürlich jetzt die Baustellen so ein bisschen. Beim Po bin ich halt immer so ein bisschen, wo ich sage, okay, erhöhe ich oder erhöhe ich jetzt nicht mit den Kalorien. Aber jetzt, wo ich kneife, ist es schon fett. Weniger, aber als, weniger als ich dachte. Echt? Ja, safe. Ne, schon weniger als ich dachte. In der seitlichen kommt auch so ein leichter Schimmer hier durch, wenn du anspannst. Ja, ich habe aber auch, wie gesagt, ein bisschen Gewicht jetzt verloren. Ne? Alles gut. Also halbes Kilo. Ja, stimmt. Weiß ich. Aber 80 hatten wir auch schon. Aber wie gesagt, der Beuger, der wird auch immer fleischiger. Also das gefällt mir sehr gut. Also den Flow, den wir gerade fahren, ich bin begeistert. 100%. Weil so sahst du nicht aus, als ich letztes Mal da war. Safe nicht. Okay. Vor allem, was uns auch gelingt, ist der Körperfettanteil. Ja, der Po und der unterste Rücken, der sitzt halt zu, aber der saß da die ganze Zeit schon Der war die ganze Zeit nicht frei. Das der war ist auch halt beim Wettkampf nicht frei. Das ist halt die Baustelle, aber das ist ja wichtig, dass er einfach nicht noch mehr zuläuft, noch fettiger wird. Also es hält sich im Rahmen und der Rest bleibt so lean wie fast zu Beginn und wir wachsen. Und das sind halt so die Indikatoren. Also Bock richtig, schmeckt. Offseason läuft jetzt seit drei Monaten richtig. Ja, davor war vier Monate Detox. Ja. Da ist meine Form halt schlechter geworden. Ich habe auch nicht alles so nach Plan gemacht, bevor ich zu ihm bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte viel Stress mit der Wettkampfsaison letztes Jahr. War drei Monate jedes Wochenende auf dem Wettkampf, nicht optimal gelaufen. Und ja, seitdem ich mit Lukas arbeite, bin ich sehr zufrieden. Was ist jetzt der Plan? Ja, ich meine, was zum Beispiel auch gut ist, klar lief immer nicht alles perfekt. Wir sprechen aber zum Beispiel einfach ab, ob auch mal ein anderes Meal drin ist. So ist es halt kontrolliert, so ist es nicht gänzlichster Freestyle. Und wir sehen, es funktioniert und es geht halt aufwärts, weil das soll halt immer stimmen. Was ist jetzt der Plan? Du hast jetzt zwei, drei Kleinigkeiten, zwei, drei Baustellen. In dem Sinne machen wir jetzt erstmal kurz eine Slowdown-Phase und danach forcen wir halt dein Gewicht genauso, wie es bis hierhin gelaufen ist, wieder nach oben. Auch in einem sehr ähnlichen Stil, weil der halt einfach gut funktioniert hat. Und dann machen wir eventuell Anfang nächsten Jahres mal einen kleinen Cut, um mal zu gucken, was geht ab, wie und was wir draus machen, sehen wir dann. Man muss halt dazu sagen, das Gewicht, was mir fehlt, sind nicht mehr die Beine, weil die passen eigentlich, die sind konkurrenzfähig auch gewesen letztes Mal. Ja. Ich brauche das ganze Fleisch im Oberkörper. Mhm. Aber auch das kommt. Und ja, ich bin auch zufrieden. Sogar die Waden wachsen ein bisschen. Wenn die mal frei werden, ist gut. Ja. Immerhin, 100%. Geht schon voran, würde ich sagen. Checken wir den Split nochmal ab, ob wir die Beine halt ab einem gewissen Moment mal so ein bisschen rausdrehen von der Frequenz, dass das mehr in den Oberkörper fliegt. Ich bin schon Tendenz, also ich trainiere jedes zweite Training Arme, Waden. Gut. Also Training mache ich ein bisschen selber. Arme, Waden, jedes zweite Training. Ja. Das wächst auch endlich langsam. Gut. Und Beine,
Das skippe ich auch mal ab und zu. Ja, ist auch in Ordnung. Ich mein, dann trainiere ich lieber Brust, wenn ich regeneriert bin. Ja. Weil die muss eher noch hochkommen. Wenn wir sehen, meine Beine, die kommen nicht mehr so gut hinterher, dann können wir einfach da wieder hochfahren. Genau. Ähnlich mache ich ja auch. Jetzt zuletzt, ich habe sehr viel Augenmerk auf Schultern, Arme isoliert gesetzt. Da ist wirklich was zugekommen. Ja. Die Beine habe ich eher in so einem 75%-Bereich mit durchschwimmen lassen, ein bisschen separiert, dass ich die trotzdem häufig drin hatte, aber halt nicht in der Intensität wie früher, damit einfach der Oberkörper hinterherkommt. Und es hat gut funktioniert und genau das läuft ja gerade bei dir auch. Bei dir ist es ja auch so, Fleisch fehlt eher auf dem Oberkörper, ja, genau. Armbereich, wie du schon gesagt hast. Und Beine schauen ja soweit ja, sehr, sehr gut so, aus. Passt ja dann. So, genau. Genau. So viel zu meiner Planung, zu meinem Formcheck. Und jetzt gibt es noch ein Special von euch. Und zwar ist meine Frau, die ich in 1,5 Monaten heirate, ja auch seit Januar bei mir im Coaching. Und wir bereiten sie, beziehungsweise ich bereite sie für die Figurklasse nächstes Jahr vor. Und da kommt jetzt auch noch ein kleiner Formcheck. Let's go. Gut. So, bevor du anfängst zu posen, komm mal zu mir. Gib mal bitte ein paar Stats zu dir. Wie groß bist du? Wie lange trainierst du schon? Und wie viel wiegst du aktuell? Ja, ich bin Jasmin. Ich bin bald Ehefrau. Und ich trainiere seit 2011. Genau. Richtig Bodybuilding mache ich seit Ende 2017. 2018 war meine erste Saison. Und letztes Jahr wurde ich tatsächlich, habe mich so die Jahre hochgearbeitet, wurde ich Weltmeisterin beim NRC in der Bikini-Klasse. Gesamtsiegerin. Danke. Aber da war sie noch nicht bei mir im Coaching. Genau, nee, da war ich noch nicht bei meinem Mann im Coaching. Aber ja, man schweißt so als Team zusammen. Deswegen vertraue ich ihm meine Gesundheit an und meine Form. Ja. Nee, das funktioniert ganz gut. Also, man muss auch sagen, ja, also es kann nicht jeder, sag ich mal, das Pärchen, dass es miteinander zusammenarbeitet in der Form. Aber mittlerweile haben wir uns da gut eingespielt und man muss es trennen. Weil ich werde auch Entscheidungen treffen in ihrer Prep, die ihr nicht passen werden, wie mehr Cardio, weniger Essen und so. Das muss sie akzeptieren. Und wir kommen damit eigentlich sehr gut klar aktuell. Man muss auch sagen, ich arbeite sehr, sehr individuell mit jedem zusammen. Nicht nur mit ihr, sondern mit jedem meiner Athleten. Und schaue auch, dass die Gesundheit nicht vernachlässigt wird. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Genau. Würde ich mal sagen, wie viel wiegst du aktuell? Wie groß bist du? Ich bin 1,54. Aktuell wiege ich 56 Kilo. Okay. Dann schauen wir mal, wie die Form aussieht. Ja. Sie hat 4 Posen. Einmal die Frontpose, die Seitpose, die Rückenpose und die andere Seitpose. Sie wird als erstes jetzt ihren Eye-Walk machen. Das heißt, einmal eine Einzelpräsentation und dann korrigieren wir die einzelnen Posen nochmal. Okay? Jawohl. Okay, also man muss sagen, sie ist heute ein Ticken wässriger. Normal ist sie so um die 55 Kilo, ja. Aber es kommt einiges an Muskulatur da drauf. 3 Stunden Autofahrt tun auch ihren Dienst. Ja, kommt gut was drauf, wir sind auf jeden Fall on track. Wir wollen jetzt ein bisschen diäten, dass sie in ihr Hochzeitskleid auch reinpasst und dann nicht rauswächst. Dann nie rauswächst, ja. Muskulatur sollte noch drauf kommen, aber halt ein bisschen Körperfett reduzieren, dass das einfach sich ein bisschen angleicht. Es gibt hier eigentlich nicht so viel zu korrigieren. Sie weiß schon, was sie tut, aber sie klemmt sich immer mit den Armen so ein bisschen latt weg. Das heißt, sie muss hier mit den Ellbogen vor den Körper kommen und mit dem Brustkorb wieder hoch. Dann hat sie hier genügend Platz für den Arm. Vierteldrehung nach rechts. Hüfte muss seitlich bleiben, Gluteus angespannt. Sie sollte sich hiermit nicht unbedingt den Gluteus verdecken. Und hier leichten Druck auf die Brust oben und Bauch ran. Ja, genau. Vierteldrehung nach rechts. In der Figur ist es so, aber auch bei der Bikini Shape beim NAC, dass ja auch durch die Stöckelschuhe die Ferse erhöht ist. Muss gar nicht so hart reinflexen. Wann hast du Bein das jetzt? Das ist nicht das Problem. Okay. Ich glaube, das ist die Autofahrt. Okay. Wichtig ist, dass hier im Gluteus-Po-Bereich ein Stretch reinkommt, dass man hier diesen Entenarsch macht, damit man hier unten dann keine Falte am Ende zeigt. Gluteus wird auch nur so semi angespannt. Ist aber jetzt gerade noch gut speckig, deswegen. Genau, hier ist halt ein bisschen Speck, aber das kommt dann weg. Auch hier, man kann das gut erkennen, hier ist eine Linie zwischen Arm und Lat. Da sieht man, dass der Lat nicht komplett rausgeht, wie er könnte, und der Arm ist verdeckt. Das kann man korrigieren, indem man wie bei der Frontpose ein bisschen mit den Armen nach vorne kommt und ihr seht, hier kommt der Lat mehr raus. Genau. Schultern runter,
Genau. Viertel drehen nach rechts. Ja, ich merke, dass die Arme, ja, die Arme sind weit auch vorne. Ja. Muss ich mir merken. Du wirst es auch auf dem Video dann sehen. Übergänge gefallen mir richtig gut. Und die Seite sieht man, fällt ihr leichter. Wichtig ist, dass die Taille seitlich bleibt, damit es schmal ist. Ein bisschen hier angleichen und Luft ran. Ran. Jawohl. Frontpose. Und jetzt hast du die Ehre, das Outro zu machen. Danke fürs Zuschauen. Ich muss aber noch mal dazu betonen, es ist auch ganz wichtig, wenn man sich verbessern möchte, sich ein bisschen von seiner Leanness zu verabschieden. In Kleidung sehe ich jetzt ganz normal aus, wie eine normale Frau, die Sport treibt. So, in Wettkampfform sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Aber vor allem in dem Sport ist ganz wichtig, die Offseason ist das, wo wirklich die Fortschritte erzielt werden. Lange mal nicht diäten ist so, sozusagen auch der Schlüssel, um in diesem Sport halt auch mal erfolgreich zu sein. Habe ich jahrelang falsch gemacht. Seitdem ich trainiere, habe ich jedes Jahr diätet. Genau, und wenn man wirklich Zeit in einen guten Aufbau steckt, ich werde jetzt 2 Jahre zwischen meinen Wettkämpfen haben, habe ich auch wirklich genug Zeit, meine Gesundheitswerte hochzukriegen und eben auch die nötige Muskulatur aufzubauen. Andernfalls werde ich sonst nicht konkurrenzfähig sein und das möchte ich nicht. Und das ist unser Ziel, ne? Wir gehen nicht auf den Wettkampf, um da abzustinken, sondern wir gehen dahin, um zu gewinnen, so wie wir es eigentlich bei jedem unserer Athleten machen. Dementsprechend, wir arbeiten weiter. Es wird bestimmt noch mal ein Update in der Zukunft geben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Folgt gerne mal mir, Jasmin, auf YouTube und natürlich auf Instagram und schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr Content mit Yassi. Ja, sonst eigentlich die Kamera. Genau. Genau, danke fürs Zuschauen.